Ja, wir haben angefangen mit Blühflächen, 15.000 Quadratmeter. Das hat mich so fasziniert, dass wir weitergemacht haben. Heute sind es mittlerweile 125.000 Quadratmeter. Nächstes Jahr wären es irgendwo 150.000. Und das ist über Jahre gesichert. Warum mache ich das? Ausschlaggebend war für mich der Grund, dass ich auf dieser Probefläche 15.000 Quadratmeter über das Feld geschaut habe und habe gesehen, wie viele Insekten sich da bewegen. Und man eigentlich denkt, die Tiere sind gar nicht da, aber sie sofort auftauchen, wenn Flächen da sind. Zudem bieten wir Patenschaften an für Personen, die gerne eine Fläche pachten wollen oder eine Patenschaft übernehmen wollen, um diese dann zu realisieren. Das liegt meistens um 100 Quadratmeter. Als Dankeschön gibt es eine kleine Urkunde und ein kleines Honigglas. Und dazu gibt es noch eine kleine Informationsveranstaltung, die Sie hier durchführen, um die Saatgut zu erklären, die Vorgehensweise. Da wir auch hier Blühflächen beim Haus haben und mein Bruder und mein Vater schön die Robinienbäume gepflanzt haben. Und die haben den Sommer natürlich gut überstanden, dank der Bewässerung. Aber zum Schluss kamen doch wieder die Rehe an und haben diese Bäume angeknabbert. Und somit sind natürlich auch einige verloren gegangen dadurch. Aber es sind schon wieder neue bestellt. Wir sagen also hier oben im Norden nicht schnacken, sondern anpacken. Wenn Sie mich unterstützen möchten, wären Sie Pate bei blühwiese-pate.de gemeinsam zum Artenschutz. Bedanken möchte ich mich noch bei der hochkarätigen Jury und natürlich bei der Familie Boda oder dem Boda Verlag, die solche Projekte überhaupt möglich machen, weil sonst wäre es nicht möglich. Das gibt den Leuten Ansporn, ihre Projekte zu realisieren und Leute mitzureißen. Dankeschön.